Hey Leute, hier ist Anne oder Ansu. Und warum rede ich eigentlich wieder Deutsch und nicht mehr Englisch? Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, über die wir einfach mal zusammen reden sollten. Und zwar habe ich mir das Ganze heute so gedacht, dass ich mich nicht hier drinnen bei mir zu Hause hinsetze und darüber rede, sondern dass wir ein bisschen durch die Gegend laufen. Ich einfach die Kamera mitnehme und dann ein bisschen erzähle. Und zwar will ich dort oben auf diesen Berg gehen. Man sieht jetzt von hier aus nicht genau, was dort ist. Ich weiß es auch eigentlich selbst nicht so genau, was dort ist, aber wir gehen da einfach mal hin. Ich kenne so ungefähr den Weg und wir schauen mal, ob ich da auch ankomme. So, ich hole mir erstmal was zu trinken. Und zwar wahrscheinlich einfach nur ganz normales Wasser. Es gibt hier bei uns in Krofu manchmal so Karten mit so ein paar Tempeln drauf und so. Und wir sind jetzt gerade hier und wir kommen jetzt gleich auch noch an dem Enkuin vorbei. Aber der Ort, wo ich eigentlich hin will, ist halt irgendwo hier. Hier, glaube ich, diese Berge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber halt, um durch die Berge zu gehen, ist das halt der beste Weg. Und man könnte jetzt hier die Straße lang gehen, aber ich glaube, es gibt von dem Tempel auch eine Verbindung zu der Straße. Und das wäre halt kürzer und außerdem kommt man dann bei dem Tempel vorbei. Deswegen werden wir das so machen. Hier steht übrigens was von Kodomo no Kuni, was so viel heißt wie Kinderland. Und ich vermute, dass das irgendwas damit zu tun hat. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Aber wir gehen erstmal zu dem Tempel. Die meisten Tempel hat dieser Tempel hier auch eine sehr große Friedhofanlage und die versuche ich jetzt irgendwie zu durchqueren und dann am anderen Ende an der Straße wieder rauszukommen. Ich bin jetzt hier gerade den ganzen Weg hochgelaufen. Ich dachte gerade, okay, geht es vielleicht doch nicht zur Straße weiter, aber ich könnte Glück haben, dass hier die Straße kommt. Wir schauen mal. Okay, Straße sieht anders aus, aber man hört hier ab und zu ein paar Autos vorbeifahren, also laufe ich einfach mal den Weg entlang und hoffe, dass die Straße hier in der Nähe ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen könnt, aber da ist einfach mal eine Schlange. Ich weiß nicht, ob ich den Weg hier gerade wirklich langlaufen will. Aber lang kann er nicht sein. Dann fange ich einfach mal direkt an mit dem ersten Thema und ich versuche nebenbei darauf zu achten, dass mich keine Schlangen angreifen. Was ist das eigentlich, mein Darling? Okay. Das erste Thema ist direkt einfach mal, warum jetzt Anne und nicht mehr Ansu? Vielleicht fange ich damit an, wo kommt Ansu eigentlich her? Wenn man Anne versucht mit Kanji zu schreiben, schreibt man das mit den Kanji Aprikose und Klang. Das ist auch der Grund, warum mein Kanal so heißt, wie er heißt. Es hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich gerade unter den Cosplay-Freunden bei mir dann oft als Ansu bekannt war. Und das dann halt einfach sozusagen mit übernommen habe, weil ich einfach anfangs nicht direkt mit meinem richtigen Namen sozusagen das Ganze anfangen wollte. Aber irgendwie ist es dann trotzdem immer so gewesen, dass viele Leute mich am Ende doch wieder Anne genannt haben. Und dadurch, dass in ein paar Videos mein Name gefallen ist, weil zum Beispiel Max mal meinen Namen genannt hat oder es irgendwie an meiner Tür stand oder keine Ahnung, war es dann sowieso schon so, dass viele wussten, ich heiße Anne. Und irgendwie habe ich gedacht, naja, dann können wir das Ganze auch ein bisschen persönlicher machen. Und ich sage einfach mal Anne anstatt Ansu am Anfang. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und sehen, was für Reaktionen kommen. Und der Weg scheint hier zu Ende zu sein. Aber da scheint die Straße zu sein. Egal, ich erzähle erstmal weiter. Ja, und deswegen habe ich dann einfach gedacht, okay, wir probieren das aus und ich schaue mal. Und mir ist es prinzipiell egal, ob ich Anne oder Ansu sage. In meinem privaten Leben sagen mehr Leute Anne als Ansu. Es wäre für mich aber auch kein Problem, weiterhin die Videos mit Hey Leute, hier ist Ansu zu beginnen. Deswegen machen wir an der Stelle einfach mal eine Umfrage und ihr sagt mir, ob ich weiterhin Hey Leute, hier ist Ansu oder Hey Leute, hier ist Anne sagen soll. Es ist so, dass einfach öfters der Name Anne fallen wird, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, denke ich. Ich könnte aber halt... Da kriegt auch irgendwas, okay. Ich könnte aber halt das beibehalten, dass ich sage, hey Leute, hier ist Ansu.
so wie ihr das wollt. Und ich versuche jetzt echt mal die Straße zu finden. Hier krabbelt und kriecht alles. Die Schmetterlinge sind zwar ziemlich schwarz, aber irgendwie süß. Die begleiten mich hier schon die ganze Zeit. Aber Schlangen als Begleiter muss ich jetzt nicht haben. Irgendwie werden die Schmetterlinge auch immer mehr. Ich möchte nicht auf euch drauf treten. Oh, aber hier ist die Straße. Hier fühlen sich mein Trampelpfad und die Straße zusammen und es hat mich keine Schlange angegriffen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich eine Schlange in der Wildbahn gesehen habe. Okay, hier haben wir jetzt nochmal eine Karte und zwar hier ist der Tempel, da ist das Grab. Irgendwo hier wohne ich, glaube. Ja, ich glaube hier so. Das heißt, wir sind jetzt schon diesen ganzen Weg hier bis hier hingelaufen. Oh, ich sollte mal die Kamera schwenken. Und ja, wir gehen jetzt weiter bis irgendwo dahin. Ich weiß, wie gesagt, nicht so ganz, wo wir am Ende rauskommen. Das Gute ist, hier in Kofu, es ist zu dunkel, aber hier gibt es auch richtige Fußwege neben den Straßen an den Bergen. Nicht so wie in Gunma, wo man... Okay, es gab da auch einen Fußweg, es war einfach nur viel zu viel Schnee. Ich verlinke euch das Gunma-Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ist jetzt ein bisschen weit weg, aber seht ihr den Schmetterling dort? Flatter mal. Jetzt mag er sich nicht bewegen, aber die haben mich die ganze Zeit den Weg hierauf begleitet und jetzt so von wegen, okay, tschüss, bist sicher oben angekommen, keine Schlangen haben dich angegriffen. Danke für die Begleitung. Ich glaube, da fliegt gerade direkt was vor der Linse lang. Meine Fresse. Seht ihr, wie die Luftfeuchtigkeit meine Haare zerstört? Und es ist noch gar nicht mal so Luftfeuchtigkeit heute. Der Sommer wird lustig in Japan. Ich rede direkt einfach mal über das nächste Thema. Und zwar, wieso habe ich auf Englisch gevloggt? Werde ich weiterhin auf Englisch vloggen? Warum vlogge ich jetzt wieder auf Deutsch? Das Ganze ist relativ einfach. Und zwar war ich mit Grace unterwegs und sie möchte eben auch anfangen zu vloggen und Videos über Japan zu machen. Und da war es halt für mich einfach nur eine Selbstverständlichkeit, dass ich ihr ein bisschen helfe, dass wir einfach mal ein bisschen zusammen vloggen, weil ich halt auch gemerkt habe, es ist einfacher, wenn man zusammen unterwegs ist, gerade wenn man halt in Städten oder so ist, wenn viele Leute dabei sind, ist es einfacher zu vloggen, wenn du weißt, dass jemand dabei ist, der nicht denkt, oh, was macht die da Komisches? In das Thema will ich jetzt aber nicht weiter eingehen, weil das nochmal ein ganz anderes Thema ist. Aber auf jeden Fall einfach, um mit ihr zusammen zu vloggen, habe ich das Ganze auf Englisch gemacht. Anfangs teilweise und dann habe ich dieses eine Video gemacht, komplett in Englisch. Und ja, das Ding ist, ich habe an dem Tag gemerkt, es wird schwer, ich muss mal den Arm wechseln. Ganz neue Perspektiven hier, oder? Kommt mir das nur so vor? Auf jeden Fall habe ich an dem Tag gemerkt, dass es ganz lustig war, auf Englisch zu vloggen, aber es einfach für mich nichts auf Dauer wäre. Es war gut, dass an diesem Tag ich an Orten war, die ich schon kannte und wo ich irgendwie nichts Neues entdecken musste sozusagen, beziehungsweise nichts Neues entdeckt habe. Aber wenn ich jetzt irgendwie durch die Gegend laufe und etwas Neues entdecke und euch das dann zeigen möchte oder was dazu sagen möchte, dann ist es halt für mich schwieriger, das Ganze auf Englisch zu machen, weil ich eben in Englisch nicht 100% das ausdrücken kann, was ich denke in Deutsch. Beziehungsweise einfach, weil das, was ich dann in Deutsch sagen würde, viel spontaner und unüberlegter wäre. Ja, sorry, mich begleiten hier die ganze Zeit weiterhin die Schmetterlinge und ich würde sie gerne vor die Kamera kriegen, aber sie sind kamerascheu. Aber egal, natürlich kann ich auch spontan was auf Englisch sagen. Mein Englisch ist relativ gut, aber es ist einfach persönlicher, wenn ich das auf Deutsch mache. Es sind einfach mehr meine Gedanken, die ich dann einfach raushaue, anstatt irgendwie, dass ich mir 100% überlege, was ich sage. Deswegen ist mein Satzbau auch manchmal komisch. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und ja, das ist auch ein Grund, warum ich nicht so viel auf Japanisch mache. Wobei ich es lieber Sachen auf Japanisch als auf Englisch machen würde, aber das ist auch wieder nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Aber einfach, um das Ganze persönlicher zu machen, um euch näher an mich ranzuholen sozusagen und aber auch um Leute zu erreichen, die sich das Ganze eben nicht angucken würden, wenn ich es auf Englisch machen würde. Ja, ich weiß meine Satzstruktur gerade schon wieder nicht mehr.
es gibt halt genug Leute, die das auf Englisch machen. Und es gibt genug Leute, die das auf Englisch sehr, sehr, sehr gut machen. Und wenn ich das Ganze auf Deutsch mache, erreiche ich halt weniger Leute. Aber ich erreiche damit halt auch ganz andere Leute. Und es ist halt auch so, dass wenn ich das auf Englisch machen würde, wäre die Konkurrenz so riesig, weil es einfach so viele Leute mittlerweile gibt, die das auf Englisch machen. Und ich rede dabei wirklich gerade auch nur über Leute, die in Japan sind und über Japan bzw. ihr Leben hier Videos machen. Und wenn ich das Ganze auf Deutsch mache, ist die Konkurrenz kleiner, wobei ich mich nie in Konkurrenz mit jemandem stellen möchte. Aber es ist halt einfach so, dass es weniger Leute gibt, die das machen. Und weniger Leute vor allen Dingen gibt, die das in dem Stil machen, wie ich es mache, glaube ich. Und deswegen bin ich gerade ziemlich geschafft vom ganzen Reden und Laufen. Deswegen braucht ihr auch gar keine Sorgen haben, ob ich irgendwann komplett auf Englisch überswitche und dann gar nicht mehr auf Deutsch vlogge. Es war für mich einfach anstrengend, auch das Ganze auf Englisch zu machen. Ich habe das am Ende des Tages gemerkt, dass ich viel ausgelaugter war, obwohl ich halt allgemein hier sehr viel Englisch rede, weil wir nun mal unter den Austauschstudenten Englisch reden, aber mit euch dann auch noch Englisch zu reden, das ist halt einfach nochmal was ganz, ganz anderes, weil ich da genau dann drauf achten muss, was ich sage, damit das, was ich sage, auch Sinn macht. Wie gesagt, deswegen wird es ab demnächst weiterhin deutsche Vlogs geben und vielleicht, wenn ich mal wieder mit Grace unterwegs bin oder mit irgendjemand anderem, der halt kein Deutsch spricht, kann es sein, dass es ein bisschen Englisch gibt. Ich hoffe, das Ganze ist so in der Form okay für euch. Und ja, ich bleibe weiterhin auf Deutsch. Ihr könnt mich weiterhin komplett verstehen. Aber falls es jemanden gibt, der englische Untertitel machen möchte, ich suche immer noch Leute. Bitte, bitte, gerne. Ich habe selbst jetzt auch schon angefangen, ein paar Videos zu übersetzen mit englischen Untertiteln. Einfach, weil meine japanischen Freunde eben auch so ein bisschen verstehen wollen und wissen wollen, was ich da mache. Aber ja, das war auch ein Grund, warum ich darüber nachgedacht hatte, das Ganze in Englisch zu machen. Aber unterm Strich habe ich euch ja vorhin die Gründe genannt, warum es halt dann jetzt auf Deutsch bleibt. Es ist übrigens in letzter Zeit in Japan immer ziemlich diesig. Was halt ziemlich scheiße ist, wenn ich Videos machen will, weil oftmals der Hintergrund halt einfach nur weiß ist. Also ihr habt das vielleicht gesehen. Ach nein, das Video kommt erst noch. Ich schiebe das Video hier vor die Golden Week Videos. Und ihr werdet sehen, dass da auch in dem Loompark, in dem wir waren, einfach der Fuji... Ich musste es immer so stark dunkel regeln, weil der Fuji sonst einfach nur weiß gewesen wäre und ihr hättet nichts gesehen. Also hier sieht man jetzt nicht den Fuji, keine Sorge, so eigentlich. Aber ich wollte euch einfach nur mal so die Aussicht auf Kofu zeigen. Und ich habe jetzt auch meine Kamera ISO auf 100 und die Blende sogar auf 25 und es ist immer einfach nur noch weiß. Kofu! Ein kleiner Teil von Kofu. In die Richtung geht es noch ganz viel weiter, aber das ist ein Baum. Wo wir gerade beim Thema Kameras sind, bleiben wir einfach mal gerade dabei. Und zwar muss ich sagen, dass ich eigentlich schon ziemlich zufrieden sein kann mit meiner Kamera. Also wo ich mit Max unterwegs war, hatte ich immer so manchmal das Gefühl, meine Kamera ist ziemlich scheiße. Was aber einfach daran liegt, dass seine Kamera ziemlich teuer, sagen wir teuer ist. Was ich jetzt so als Standard-Vlog-Kamera kennengelernt habe, war von den Einstellungen halt her schon ziemlich... Naja, nicht so gut wie meine Kamera. Und jetzt wird es zu hell. Übrigens, der Grund, warum die Lichtverhältnisse manchmal komisch sind bei mir in den Videos vielleicht, ist, dass ich sehr viel versuche, selbst zu regeln. Ich versuche einfach so gut wie nie mehr im automatischen Modus zu filmen. Deswegen muss ich halt immer sehr viel hin und her regeln und sehr viel in der Postproduktion auch machen, dass ich einfach dunkler filme, damit man den Hintergrund auch sieht und dann hinterher einfach alles, was im Schatten ist, sozusagen wieder heller mache. Und ja, es ist nicht so einfach, aber ich will halt einfach nicht mehr im automatischen Modus filmen und deswegen ist es manchmal vielleicht ein bisschen komisch, aber man lernt nur daraus. Ja gut, ne, hier ist irgendwie der Weg zu Ende. Das heißt, ich muss jetzt doch auf der Straße langlaufen. Ich habe Kofu zu früh gelobt. Und hier war gerade schon wieder ein Schmetterling, aber die hauen schon wieder ab. Aber sie sind immer noch da. Oh, vielleicht kann ich hier lang gehen. Tja, keine Ahnung, wo ich jetzt hier gelandet bin. Kat, Kirin, irgendwas. Auf jeden Fall dürfen keine Haustiere mit rein.
Und was steht da? Erwachsene dürfen hier irgendwie nicht rein. Okay. Henkei Jitensha. Sha. Sha mit Y. Hey, Jitensha ist Fahrrad. Henkei. Keine Ahnung. Aber hier kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Also zurück. Das scheint auch zu dem Kodomo no Kuni zu gehören, also zu dem Kinderland. Es ist halt scheinbar eine verlassene Go-Kart-Strecke oder sowas. Wobei, seht ihr das? Wartet mal. Das sieht halt aus wie komische Tandemräder oder sowas. So nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Henke bedeutet Deformation oder Verformung. Macht also Sinn. Ich hätte gern wieder einen Fußweg. Mir kamen jetzt schon zwei Autos entgegen, die mich fast nicht gesehen hätten. Hier ist jetzt die Straße, aber da geht es mehr oder weniger eher wieder runter. Und das, was ich gesehen habe, wo ich hin will, ist halt eigentlich eher auf einem Berg. Deswegen gehen wir jetzt hier rein, was wie eine Art Park oder so zu sein scheint. Mal schauen, was wir finden. Endlich ist er auf der Kamera. Seht ihr den Schmetterling? Ziemlich grau und einfarbig, aber die haben mich die ganze Zeit begleitet. Oh, und ich bin tatsächlich dort angekommen, wo ich hin wollte. Das habe ich nämlich gesehen, und zwar diese Spitze dort habe ich immer von meinem Fenster aus gesehen. Und keine Ahnung, was das ist. Ich versuche es mal herauszufinden kurz. Aber ich werde mich jetzt hier erstmal hinsetzen und mein Bento essen, denn ich habe ziemlich Hunger. So, ich habe jetzt mein Bento gegessen und noch ein bisschen recherchiert, was genau das jetzt hier ist. Das Ganze nennt sich Busharito. Das besteht aus den Kanji für Buddha, Hütte, Vorteil und Pädagoge. Es gibt in Nagoyama noch eins, was den gleichen Namen hat und dem sehr, sehr ähnlich sieht laut den Bildern. Also ich habe einfach mal ein bisschen recherchiert. Und ja, was genau so ist, keine Ahnung, aber auch irgendeine Art buddhistische Stätte, schätze ich mal. Und ja, ich finde aber schon, es hat sich sehr gelohnt, hierher zu kommen, weil es ist ein sehr, sehr ruhiger Ort. Hier ist niemand und es ist echt schön. Es ist mal was anderes als die normalen Tempel. Nagoyama befindet sich übrigens ein bisschen weiter südlicher von Osaka, Kobe aus an der Küste lang runter. Wahrscheinlich gibt es das auch noch in mehreren Städten, aber Nagoyama scheint es irgendwie das größte zu geben, weil das war das einzige, über das man was gefunden hat. Aber hier in Kofu gibt es auch eins. Seht, bin ich jetzt wieder auf der Straße und ich versuche jetzt mal irgendwie an einen Ort zurückzukommen, den ich hier kenne in Kofu. Denn die Gegend hier kenne ich überhaupt nicht und ich weiß nicht, wo mich diese Straße hier hinführen wird. Und einen Fußweg gibt es immer noch nicht, logischerweise. Aber mal sehen. Ich beende den Vlog erst, wenn ich wieder irgendwo angekommen bin, wo ich weiß, wo ich bin. Ich habe jetzt gerade ein Schild, auf dem steht, da geht es zum Nordeingang, Ausgang vom Kofu Bahnhof, also von der Kofu Station. Das heißt, hier werden wir jetzt mal lang gehen. Und seht ihr diese Raupen? Irgendwie süß. Nämlich mit. Okay, wir gehen hier jetzt auf jeden Fall runter. Man könnte sich sogar einen Wanderstock mitnehmen, aber das kriegen wir ohnehin. Auf geht's. Ich bin jetzt gerade da aus diesem Waldweg rausgekommen und bin jetzt gerade in etwas, was man mehr Zivilisation nennen kann. Ich glaube zu wissen ungefähr, wo ich bin, aber so 100% sicher bin ich mir noch nicht. So, jetzt nochmal ein kurzes Recap am Ende. Also von hier aus ungefähr sind wir gestartet. Dann sind wir hier hoch, am Enkel entlang, diesen Weg, dann diese ganze Straße hier lang. Dann irgendwo, ich glaube hier müsste diese Buddha-Stätte gewesen sein. Dann bin ich irgendwie hier lang runter, schätze ich mal. Da ist das Kodomo no Kuni. Und dann? Tja, dann ist eine gute Frage. Dann bin ich mir irgendwie nicht sicher. Und dann bin ich irgendwie am Ende, also über diese Wege, dann hier rausgekommen. Aber ja, jetzt bin ich hier. Hier ist der Bahnhof. Hier ist die Uni. Und da muss ich eigentlich am Ende hin.
So, ich bin jetzt wieder an dem Ort, den ich kenne. Und zwar ist hier auf der Seite der Park, wo wir zum Hanami waren, unsere erste Station. Das Video werde ich euch auch einfach mal verlinken, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Und hier in diese Richtung und dann da so ein bisschen runter ist der Tempel, bei dem ich zu der Zeremonie frühest um 6 Mal war. Und darüber habe ich auch ein Video gemacht. Das wird an der Stelle auch einfach mal verlinkt. Und damit beende ich den Vlog jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid, was mit Anne, Ansu, Englisch, Deutsch alles abgeht. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!